Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich möchte heute mit euch einen schönen, einfachen Weihnachtsbaum machen, allerdings farbig mit Buntstiften. Und ich fange an mit unserem Sternchen, das oben sitzt auf der Spitze. Und jetzt zeige ich euch, wie ich ganz einfach einen Weihnachtsbaum mache. Ihr seht hier, ich fange an mit diesen Zacken, also keine geraden Linien machen, sondern einfach mit den Zacken arbeiten. Somit hat man hier eine schöne Spitze, dann geht man hier weiter mit diesen Zacken und dann biegt man schon mal hier hoch ein bisschen und arbeitet vielleicht so ein paar kleine Bäumchen, also Ästchen, dann macht man hier das so ähnlich, zickzack, zickzack, hier hoch und dann geht man hier runter mit diesen Zacken. Dann wird es Zeit für zum Beispiel für die erste Kugel, also man kann hier schon mal eine, hoppala, eine rote Kugel machen und eventuell kann man auch schon mal hier so eine kleine gelbe machen, damit man einfach diesen schönen Platzhalter hat. Und eventuell hier mal sowas wie ein Herzchen, also eine andere Form. Habe ich jetzt hier in dem Fall blau gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und dann kann man hier unter der Kugel auch mal so zickzack machen. Und hier folgendes auch machen, also zickzack. Und dann geht man wieder weiter. Also hier ungefähr geht man wieder hoch, macht wieder diese paar Bäumchen, geht hier wieder runter. Dann geht man hier auch so hoch, macht hier Bäumchen. Auch wieder runter, hier kann man auch mal drei machen. Und jetzt zum Beispiel wird es Zeit für eine schöne Glocke. Zuerst mache ich hier die Schleife. Hier ist die Glocke. Die ist hier rund. Und in der Mitte, ihr seht, hier lasse ich ein bisschen Platz. Das können wir später ausmalen. Dann könnte man hier zum Beispiel einen Hut für einen Nikolaus machen, der da so hängt am Baum. Und hier könnte man zum Beispiel auch einfach eine Kugel machen, damit man auch so alle Farben hat. Dann beendet man das hier so um die Kugel herum. Hier kann man auch mal solche Bäumchen machen. Hier auch drunter weiter so zickzack, zickzack. Hier auch zickzack. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ganz, ganz einfach. Und dann geht man wieder so hoch hier. Dann geht man wieder so runter. Man könnte je weiter runter man geht, auch die Nadeln ein bisschen länger machen, wenn man das schafft. Denn man muss trotzdem noch in so einer bestimmten Form bleiben. Ja, und was ich mir halt hier unten vorgestellt habe, also man kann wieder so eine Schleife machen. Und dann so, ihr seht hier so ein eine Raute, eine halbe und dann einfach so ein schönes, einfaches Geschenk machen. Hier geht die Schleife runter. So, und dann könnte man auch noch eins machen, also ein blaues, auch mit einer schönen Schleife. Die könnte auch hier zum Beispiel so sein.
Und dann hier drunter zum Beispiel. So ein längeres Geschenk. Das steht halt hier so. Und es ist auch gebunden. Zum Beispiel, ja. Und dann ist es eigentlich schon das Ende vom Baum. Hier macht man sich hier so ein bisschen Zickzack. Ihr wisst ja, hier unten liegt der Baum auch so ein bisschen auf manchmal. Ja, und dann hat man sowieso schon diesen schönen Weihnachtsbaum als Vorzeichnung. Genau, also man muss jetzt nicht mehr so viel machen. Und jetzt habe ich schönes Grün und ich möchte natürlich hier, wo es dunkel wird, und da nehme ich lieber dieses alte Grün noch, also das gleiche Grün wie die Vorzeichnung, und dann male ich das hier drumherum aus, weil wir auch den Weihnachtsbaum plastisch machen wollen. Und hier auch, also da, wo ihr praktisch dieses Eckige seht, also zwischen den einzelnen Ästchen, könnt ihr ruhig ein bisschen dunkler machen. Wenn ihr es schafft, auch so ein bisschen mit Verlauf, weil wir nachher auch mit dem hellen Grün reingehen. Hier kann man auch mal ein bisschen Zickzack machen, damit ihr nicht zu viel ausmalen müsst mit diesem Dunkelgrün. Hier um die Geschenke herum mache ich das auch. Also ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr auf Weihnachten. Ich freue mich auch sehr. Wir haben noch keinen Weihnachtsbaum. Wahrscheinlich hat ihn noch niemand. Also wir warten bis kurz vor Weihnachten, kaufen wir den. Aber ich habe schon Lichter, ein bisschen Lichter, mit Lichtern geschmückt. Ich mag diese Stimmung sehr. Wenn man im Raum schon ein paar Lichter sehen kann. Wir haben einen Kaktus, den schmücken wir immer. Hier brauche ich leider meine Stiftverlängerung. Also ihr seht, hier habe ich dieses helle Grün und da gehe ich mit diesem hellen Grün, gehe ich da rein, wo der Baum an sich heller ist. Also ich mache ihn jetzt natürlich nicht super realistisch, das ist klar. Aber ich mache ihn so, dass ihr ihn sehr leicht nachmalen könnt, hoffe ich zumindest. Also hier, wo die Spitze ist, mache ich das sehr hellgrün. Dann sieht man schon mal, hier sind die frischen Zweige. Hier ist auch ein bisschen mehr Plastizität. Schön grün und schön schnell. So. Ich hoffe, das gefällt euch so. Und hier ein bisschen. So. Ja, und dann gehen wir mit diesem dritten Grün, mit dem ich eigentlich angefangen habe. Das ist so ein Mittelding. Allerdings ist die Farbe sehr warm. Passt nicht ganz so, aber ich habe leider hier auf die Schnelle keine so schönen Grüns gefunden. Das waren die einzigen drei, mit denen ich einigermaßen leben kann für diesen Baum. Von daher wird er jetzt in diesen Grüns erscheinen. Das ist so bei den Buntstiften. Man muss sich die Farben aussuchen, die man zu bieten hat, die einem geboten werden. So. Aber trotzdem wird es grün. Ihr seht es auch.
dass wir hier immer grüner werden. Natürlich könnt ihr jetzt hier auch ein bisschen Plastizität machen. Also man kann hier ein bisschen so drunter leicht dunkelgrüner machen. Sieht natürlich immer realistischer aus, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Aber ich habe ja das Ziel, es jetzt schnell zu machen. Dann muss ich gleich kurz die Verlängerung nehmen, weil es mir zu unbequem ist. Den Stern habe ich mir jetzt so ausgedacht, dass er ja so ähnlich irgendwie wie ein Leuchtstern ist. Das heißt, ich mache nur seine Spitzen gelb. Und in der Mitte lasse ich das so ins Weiß auslaufen, das heißt, also beleuchtet, ja. So ungefähr. Und hier ein bisschen mit Orange an den Enden. Dann haben wir hier die Glocke. Ihr seht hier, gehe ich mit diesem Orange rein, lasse aber in der Mitte helle Stelle, hier gehe ich komplett rein, damit es so ein bisschen plastisch aussieht. Hoppala, das war jetzt das Falsche leider. Und das mache ich jetzt komplett gelb, da mache ich jetzt nicht viel Aufstand. Dann haben wir so eine Kugel, die könnte auch leuchten, also da könnt ihr so einen Fleck machen. Und also weißen Glanzpunkt und immer weiter reingehen. Aber hier so dunkelrot. Dann könnte man diese Kugel auch, die ist zum Beispiel gelb, könnte man hier auch mit so einem weißen Glanzfleck lassen. Dann das Herzi auch so. Das ist schon sehr klein und man sieht es kaum. Und hier hatten wir ja lila, aber nicht dieses. Schauen wir mal, ob dieses freundlicher ist. Naja, es geht. So, und hier haben wir jetzt das Geschenk. Das male ich natürlich auch ganz schnell aus. So, das wird aber so gelb-orange. Ist immer freundlicher. So. Und dann haben wir hier auch das blaue Geschenk mit der blauen Schleife. Das, ja, was wird das für eine Farbe? So ein ganz, ganz helles Blau könnten wir machen. Allerdings hier die untere Seite plastischer, also dunkelblauer. Und hier noch mehr. Die dritte Seite ist dann auch dunkel, so wie bei dem anderen. Ja, hier hatten wir einen kleinen Schneemann, der ist jetzt so richtig schön klein, mickrig. Den kriege ich leider nicht besser hin. Hier sind die Knöpfe, aber das ist mir jetzt wirklich hier zu klein. Das lasse ich jetzt mal. Da wollte ich noch ein bisschen was machen, damit es nicht, damit man sieht, das kommt hier da raus. Und hier ein bisschen was machen. Ja, und ansonsten haben wir es jetzt. Man kann jetzt hier und da noch ein bisschen mehr Grün schöner ausmalen, bei Bedarf. Was ich jetzt gar nicht habe, sind so Kerzen oder Lichter. Das könnt ihr aber natürlich gerne hier oben drauf ergänzen. Also weil Platz ist ja ein bisschen da, man muss sie vielleicht ein bisschen kleiner machen. Oder wenn ihr wisst, ihr wollt Kerzen machen, dann müsst ihr hier natürlich das drin einplanen. Aber so von der Form her ist, glaube ich, dieser Baum jetzt doch eine sehr schnelle Lösung gewesen. Und ich hoffe, er gefällt euch. So, ihr Lieben, bis bald, eure Dani.
Tschüss.